Bildschirm auf Aufnahme. Ja, meine Damen und Herren, wir befinden uns im Knochscholeum. Es ist so laut, Sterling. Ja, das stimmt. Du bist schon lange nicht mehr da gewesen, oder? Nein. Und jetzt bist du seit, wie gefällt es dir denn da? Ja, ganz gut. Ganz gut. Ja, super. Ja, vor allen Dingen, weil ich weiß, dass du da auch mitgewirkt hast. Ja, und jetzt mache ich einen Knochstock. Ein Knochstock-Dock. Also, ein Knochstock-Dock. Ja. Wahnsinnig vom Magen. Dock. Meine Damen und Herren, da haben wir jetzt den Franz, aber nicht den Fiederer, sondern den Forstner, gell, so heißt er. Und der Schauspieler da manchmal, oder? Auch. Am 28. den Freitag, Samstag, den 28. Moment, Sonntag! Sonntag, den 28. April. Ja, will ich hier auf die Biene gehen und auf diese Bretter da, die mir die Welt bedeuten, und meinen ersten Knochstock machen. Ja, was sagst denn du zu so? Ja. Was ist der Knochstock eigentlich? Ja, da werde ich halt also da mal weiter malen an dem Beutel. Ich fange mal zuerst mal zum Malen an und dann sage ich die Leute halt einmal so dies und das und filmisch und. Sind das schon echte Leute? Das sind, ja, die gibt's alle. Die gibt's alle, ja. Den kenne ich da, den Franz. Den Franz Fiederer, ja. Ja, den kenne ich schon. Und wen kennst du noch? Den da? Der Steindl Hansi. Ja, die da. Das ist die. Na, die. Seine Frau. Ja, dass eine Frau ist, das habe ich jetzt auch schon gesehen. Ja, der Valentin, schau her, der Valentin ist da hierin und so weiter und so fort. Und da. Aha. Ja, und ich kann da höchstens was lesen oder vorspulen. Ja, und das möchte ich an meine Knochstocke machen. Da lade ich mir meine Gäste einmal ein und dann. Und dann, wir können dann die animieren zum Gedichter machen, die es gesagt, ich kann es nicht. Mhm. Die anderen können nicht malen, die dürfen sie dann da herstellen, oder? Ja, die können mir zuschauen und dann. Können da zuschauen und können dann sagen, was da hin wollen. Sie könnten es auch zum Beispiel lernen bei mir, weißt du? Ja. Sie könnten einen Kurs machen da hinten, einen Meisterkurs bei mir. Ja. Ja. Ein Meisterkurs, der hätte ich nicht können, dann sage ich schon ein bisschen anfangen. Wenn einer von Null anfängt, dann kann er gar mal einen Meisterkurs machen, aber dann. Aber wenn er schon ein bisschen was kann, dann kann er auch zu mir kommen, oder? Ich darf zum Beispiel die Mucke herschicken, die wollen nämlich recht gern. Mucke, die kenne ich nicht, ja. Das wollte ich nicht, der sind schon Kinder. Ja, ja. Gut. Gut, okay, dann schließen wir diesen Reigen mit einem Pieps.